So, meine Lieben, endlich ist es soweit. Ich kann dieses Unboxing-Video machen. Also hier, das Paket ist schon lange da, hier von Vireo Store, vireo.de. Und ich werde es jetzt öffnen. Ich habe die wichtigen Daten einfach zugekritzelt, weil ich es nicht sorge. Da, mehr als nur grüne Elektronik. So, das Aufmachen war natürlich kicky. Also, jetzt holen wir mal das Gerät raus. Es handelt sich hierbei um ein Solar-Lade-Akku-Gerät für Handys bzw. für andere Devices auch. Das sind Stecker dabei. Hier für Apple, iPhone, Nokia, LG und Mini-USB. Und die Rechnung, die ich weggemacht habe, weil da auch wichtige Daten drauf waren. Hier ist noch ein bisschen Verpackungsmaterial. Schaut euch das an, herrlich. Hier nochmal der Karton, ja, wunderschön. Also, hier ist das gute Stück. Solar Energy Power Bank und eine Flashlight ist dran, eine Taschenlampe. Und da unten sieht man ganz wichtig das grüne Symbol ROHS. Ja, da. Grün. So läuft nämlich der Hase bei Vireo, ja? Da hinten sieht man nochmal die Anschlüsse und meine Hände. Hier, kraftvolles Solarmodul und so weiter und so fort. Könnt ihr ja selbst lesen. Öffnen wir mal dieses Ding. Ein bisschen Plastik ist natürlich immer dabei zum Schutz und hin und her. Hier einmal ganz wichtig, das ist auch nochmal, finde ich, eine wichtige Sache. Da zeigen sie, wie man den Akku dann entfernt, um ihn richtig zu entsorgen, wenn das Teil dann irgendwann kaputt gegangen ist oder wenn ne, es zu Ende gelebt hat. Ja. Ist gar nicht mal so unwichtig eigentlich, dass sie da einmal erklären, wie man das richtig aufpult, dass man den Akku wirklich richtig korrekt entsorgen kann. Hier sind die Adapter drin für die einzelnen Geräte. Also Micro-USB ist da nicht dabei, nur Mini-USB. Aber ein Adapter kostet, glaube ich, 80 Cent oder sowas. Habe ich mir direkt bestellt. Sieht man jetzt hier nicht in dem Video, aber das macht ja nichts. Da ist das Gerät doch sehr klein und handlich. Perfekt, wenn man unterwegs ist, kann man sich sogar einen Schlüssel machen. Hier noch eine Gebrauchsanweisung, die ich jetzt nicht brauche. Also hier einmal das Kabel und da der angepeilte Stecker. Man steckt einfach das da hinten rein, zack. Und das andere Ende dann in das Gerät. Ich habe dann nochmal alle Stecker ausprobiert. Man kann ja nie wissen, aber läuft. War alles sehr, 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 sehr gut. So, da ist das Gerät. Es hat einmal diesen USB-Ding da oben. Also man kann es auch im Notfall am PC aufladen. Aber natürlich, sag mal, das ist es ja eigentlich dafür gedacht, dass es schön die Sonnenenergie nutzt. Da vorne ist die Flashlight. Die ist natürlich, also es geht natürlich jetzt noch nicht. Ich habe es erst ausgepackt. Und da links neben der Flashlight, beziehungsweise oben drüber, ist auch schon die Buchse für das Kabel. Es sieht wirklich, ich finde, es sieht gar nicht mal so unschick aus. Es hat was. Und es ist auch cool, dass man dass man das in den USB-Stecker auch einklappen kann. Dann ist es sehr handlich. Man kann sich, wie gesagt, einen Schlüsselanhänger machen oder sowas. Oder an die Tasche, an die Hose. Da ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll. Denn wenn man dann im Wald rumspaziert oder generell spazieren geht, dann lädt sich das schön auf. Und dann könnt ihr im Notfall euer Handy anschließen oder euer Navi oder was weiß ich. Alles Mögliche. Mini-USB kann man ja so einiges laden. Kameras und hin und her. Alles. Also, da kann man nicht meckern, oder? Was sagt ihr? Das ist ja nochmal eine kleine Szene, da habe ich es gerade aus der Sonne geholt. Ich habe es einen Tag einfach dann erstmal liegen gehabt, dass ich das erstmal aufpowern kann. So, und ich habe jetzt zum Test, da ja ich brauche erstmal den Adapter für, um von Mini-USB auf Micro-USB zu kommen. Oh, hier übrigens die Flashlight, funktioniert super. Für diesen kleinen Test habe ich einfach mein Navi geholt, mein Navigationsgerät. Und einfach mal, um euch zu zeigen, wie schön das funktioniert. Man steckt hier das eine Ende rein und das andere Ende unten in das zu ladende Gerät, ja. Das habe ich natürlich sehr bedacht gemacht, dass man das direkt sieht und klack! Hervorragend, es lädt. Ne, und wenn man wirklich mal einen Notfall hat oder sowas, was man ja echt öfter mal hat, man ist irgendwo und man ist jetzt nicht gerade in der Sonnenfinsternis unterwegs oder so, dann hat man da wirklich gute Karten, damit seinen Kram aufladen zu können. Ich gehe einfach so weit, ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, dass man damit sehr brenzlige Situationen positiv auslaufen lassen kann, weil ja, im Ernstfall hat man praktisch immer ein Ladegerät dabei und das Ding ist ja auch eine Powerbank, also man kann das Gerät in die Sonne legen und dann hat es die Energie erstmal gespeichert. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, ich habe mich da jetzt noch nicht ganz informiert, wie lange das die Energie hält. Ich sag einfach mal sehr lange. Und ja, einmal volle Pulle aufladen und dann kann man damit eskalieren. Hier nochmal alles zusammen. Im Lieferumfang enthalten waren diese Sachen. Und ich lege einfach nochmal das Blättchen dazu, das zeigt, wie man den Akku rausbaut. Weil ich finde, genau das ist einfach dieser ökologische Gedanke, ne? Akku ausbauen, damit man ihn gut entsorgen kann. Und nicht einfach das ganze Gerät in den Müll schmeißen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.